No man alive has ever witnessed struggles I survived. I shed tattooed tears and couldn't sleep. Hallo und herzlich willkommen zur 177. Ausgabe des Mana Mia Podcasts. Welcome to another edition. Jay ist am Essen. Freestyle kommt später. Heute haben wir jetzt erstmal eine Sendung für euch vorbereitet, beziehungsweise nicht vorbereitet, sondern wir reden wie immer, ohne große Vorbereitung, einfach nur Freestyle über die Ereignisse der letzten Woche, vielleicht auch um die Befindlichkeiten von uns beiden, wie es uns geht. Wie geht's denn dir mit diesem Wetter? Ja, beschissen. Beschissen. Kann ich mir denken. Alter, was denkst du, warum ich Pulli anhab? Pulli, Mütze, das ist krass, Mann, es ist so kalt geworden. Ja, hier im Studio ist geil, die ganzen Geräte machen es übel warm. Okay, ja. Ja, bei mir in der Wohnung geht es ja auch zum Glück. Aber trotzdem ist dennoch schon sehr kalt geworden. Wenn man rausgeht, merkt man das schon so. 4 Grad. Ja. Ja, mein Lieber, du warst am Wochenende wenige Meter von mir entfernt. Ja, leider konntest du nicht. Genau, leider haben wir uns nicht gesehen, aber aufgrund vom Leben halt, geht halt nicht immer. Aber wir werden uns am Freitag sehen. Ja. Das heißt, am Freitag werden wir auch nochmal live sein, du und ich. Geil. Wir werden ein bisschen eine Folge aufnehmen für euch auf jeden Fall noch. Und ein bisschen Twitch streamen. Ja, Freitag live auf Twitch mit Schuhs und Leute nicht verpassen. Yes, yes, ja. Ich kann dann halt auch nicht so lang, weil ich am Samstag ganz früh raus muss. Aber das wird bestimmt gut klappen, so wie letztes Mal. Nee, hey, dieses Mal muss ich, weil ich habe echt wichtigen Termin am Samstag, so mit Schule und so, da muss ich fit mit was? Sein. Schule und so, muss ich fit sein. Ah, okay. Ja. Ja, die Leute im Chat werden bestimmt Verständnis dafür haben. Yes. Yes, aber was isst du denn? Das wollte ich dich vorhin schon fragen. Gibt es einen Salat oder was ist das? Beirut Bowl. Beirut Bowl. Also Salat, bisschen Reis, dann wird wahrscheinlich noch Köfte oder Ding drin sein halt. Falafel wahrscheinlich. Ne. Hühnchen. Geil. Hummus. Geil. Kichererbsen. Geil. Rote Beete, Blattsalat. Mango. Yes. Avocado. Avocado gut. Tomaten. Gurken. Lecker. Und viel Minze. Boah, geil, sowieso lecker. Sowieso lecker. Richtig lecker. Kann ich nur empfehlen, Noah Stuttgart. Sehr krass. So Fusion Kitchen. So Nahe Osten vermischt alle möglichen Küchen. Ist richtig gut. Er ist auch da in der Nähe, oder? Ich glaube, ich bin da letztens vorbeigelaufen. Ja. Ja, habe ich gesehen auf jeden Fall. Ja, der Pulli ist wirklich kuschelig. Danke, Rapbone. Das ist er wirklich. Ja. Was wollte ich dir noch sagen, Alter? Jetzt bin ich gerade voll aus dem Konzept rausgekommen. Genau, du warst am Wochenende hier und wir haben den Geburtstag von High Class gefeiert. Genau, schöne Grüße auch an High Class auf jeden Fall. Und Kay war da. Ja. Genau, und ich habe am Tag darauf, habe ich nochmal kurz mit ihm so gefacetimed, weil ich mit High Class gefacetimed habe und dann war er halt auch am Start so. Haben wir uns ganz kurz ausgetauscht. Und er meinte ja auch, schade, dass es nicht geklappt hat und so weiter und so fort. Aber wie es ausgesehen hat, hattet ihr Spaß. Und ich glaube, auf dem einen Bild, was gepostet worden ist, ist dein Blick auch nicht so. Du hast ein bisschen angetrunkenen Blick gehabt. Oder kam das mir nur so vor? Ich habe einen kompletten Filmriss vom Ende gehabt. Ich weiß gar nichts mehr. Ich sehe so Fotos, wie wir einfach mit dieser Belvedere-Flasche aus dem Club rausgelaufen sind und dann draußen an diesem Imbisswagen sind. Und anscheinend, ich habe keine Ahnung, was da alles passiert ist. Anscheinend habe ich so Sprechchöre angefangen und sowas. Für Palästina und so. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. So geil. So geil, das hätte ich gerne erlebt auf jeden Fall. Hätte ich gerne erlebt, hätte ich mir gerne reingezogen so von Namen. Von Namen. Aber es war lustig. Es war auf jeden Fall eine familiäre Unterstützung meinerseits da, von dem her hat alles gepasst. So. Dein Bruder war da. Richtig, mein Bruder war da. Die Reunion der Evil Colony. Richtig, die Reunion der Evil Colony, weil für die Leute, die es nicht wussten, Costa und mein Bruder hatten früher auch eine Rap-Crew, die Evil Colony, und da haben die Reunion gefeiert und haben die schon ein Album besprochen, wann es weitergeht. Weiß ich nicht.
Das wäre krass. Ich war ja nicht dabei, weil ich habe ja erst noch von zu Hause, also bei meinen Eltern, gestreamt. Und ich habe Costa schon vorgeschickt, dass der jetzt nicht da so sinnlos rumsitzen muss. Mhm. Weil, und dann ist er halt schon bei High Class gewesen und hat da mit den Jungs und mit Kay gechillt, haben die sich auch ausgetauscht. Kay hat ja Costa auch ewig nicht gesehen. Ja, ja. Mhm. Krass. Ja, war lustig, auf jeden Fall. Ja. Heftig, auf jeden Fall. Jedes Mal, wenn ich Kay sehe, habe ich immer so ein lachendes und ein weinendes Auge. Weil ich Wieso? Irgendwie mich dann immer wieder auch an eine Situation erinnere, die mich so ein bisschen abgefuckt hat an dem zu dem Zeitpunkt, aber ist jetzt alles wieder cool so. So. Welche? Ach, die Zeit, als er bei German Dream gewesen ist, da hat er doch irgendwann mal bei irgendeinem Album Freestyle oder was auch immer, hat er irgendwie gesagt so, ja, wir wurden mit Messern attackiert und meine Cordon hat die Schläge abgewehrt, irgendwie sowas. Ja. Ja, und das war dann halt, ich war ja auch Teil dieser Situation so. Und da war ich ein bisschen abgefuckt auf ihn, weil ich mir im Nachhinein dachte, dass man die Situation hätte anders lösen können. Aber das war Ding, halt jugendlicher Leichtsinn, Bro, weißt du. Man hätte gar nicht so diese Eskalationsstufe erreichen sollen. Aber das ist okay, ich bin so over it. Aber es hat mich schon genervt. Aber von was warst du genervt? Von der Situation oder von seiner Rap-Line? Ich verstehe es nicht. Nee, eher von der Situation an sich war ich genervt. Dass er dann eine Rap-Line draus macht, ist ja okay. Passt ja. Aber diese Situation hätte man irgendwie anders regeln können. Aber ich bin auch nicht so der konfrontative Typ, deswegen passt es schon. Klar, wenn es sein muss, bin ich schon auch am Start, so ist es nicht. Aber ich hätte das, glaube ich, anders gelöst in dem Moment. Das war halt so zu viel Testosteron, zu viel Wut. Man hätte das anders machen können, ja. Okay. Und das hängt dir aber noch so nach, dass du da wieder dran denken musstest? Ich muss da immer wieder dran denken. Weil das war halt auch, die ganze Situation war dann halt, war halt einfach blöd so. War halt einfach blöd. Man hätte halt vieles vermeiden können so. Ja. Aber ist alles cool. Alles cool. Sehr kryptisch. Ja, keine Ahnung. Messer halt. Messer, ja. Dies, das halt. Oder halt, was auch immer, was das war. Es war ein spitzes Objekt. Ich weiß nicht, ob es ein Messer war oder was auch immer. Ich habe auf jeden Fall noch Erinnerungen daran. Und du hast eine Narbe davon, oder? Ich habe eine Narbe davon, ja. Aber also hat es dich getroffen? Mich hat es auch getroffen. Ihn hat es auch getroffen. Hat es ihn auch getroffen? Ja, ihn hat ja seine Jacke abgehalten und er hat, glaube ich, an den Händen ein bisschen was abbekommen. Ah. So vom Abwehren. Und ich habe im Rücken was bekommen. Aber alles cool. Also nichts lebensbedrohlich. Und du bist der Meinung, dass es halt nicht hätte dazu kommen müssen, weil man deeskalierend hätte wirken können? Man hätte deeskalierend arbeiten können, auf jeden Fall. Und warum hast du es nicht gemacht? Okay. Es war halt, okay, ich will gar nicht die ganze Situation erzählen, das mache ich jetzt auch nicht. Ja, du hast davon angefangen. Oh Mann. Ist jetzt auch schon 10, 15 Jahre, 15 Jahre her. Eine interessante Story. 15 Jahre her so. Kay hatte einen Disput mit einem anderen Typen, es war auch alles cool, die haben sich irgendwie 1 gegen 1 geboxt wie soll ich denn das machen? Okay, der hatte einen Disput mit einem Typen. Die haben sich geboxt, es war auch alles cool. Kerr hatte den im Griff. Wir sind übrigens gegen Gewalt, will ich nochmal unterstreichen. Hatte den gut im Griff, aber wir wussten nicht, dass der an dem Tag seinen Geburtstag gefeiert hat. Und dann kamen halt irgendwie 10 Russen aus der Wohnung und sind halt alle auf Kay. So, und wir sind dann halt, war ich und noch ein anderer Homeboy da, Oskar, schöne Grüße. Und wir sind halt dazwischen gegangen und dann ist halt passiert, was passiert ist so. Ich meine, man hätte erst gar nicht so, ich glaube, der Grund, warum die sich überhaupt geboxt haben, war halt einfach kein Grund, um sich zu boxen, im Nachhinein gesehen. So, das ist das, was ich mit deeskalierend meine. So dieser 1-gegen-1-Fight hätte erst gar nicht stattfinden sollen, müssen, dürfen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, okay, Alter, aber es waren halt Jugendliche. Da hat ja, man sich voll, halt mal gehauen. Also. Alles gut, alles gut. Alles gut. Er konnte ja nicht wissen, dass da in der Wohnung 10 Leute sitzen und dann plötzlich rauskommen. Mhm. Das hätte man ja nicht ahnen können. Mhm. Ja. Und früher hat man sich halt ab und zu mal gehauen. Das stimmt. Ist halt so. Das stimmt, das stimmt. Ja. Aber es war auch der ausschlaggebende Grund für mich übrigens, es war an sich war es schon eine Erfahrung, die mir dann schon was gebracht hat. Es war der ausschlaggebende Grund für mich, so mit Kampfkunst anzufangen. So, und dann habe ich ja Kampfsportkunst und so Fighting halt angefangen. Deswegen hast du angefangen? Deswegen habe ich angefangen. Ja. Warum? Weil du dich wehrlos gefühlt hast? Ich habe mich wehrlos gefühlt in dem Moment so. Ja. Okay, scheiße. Ja. Viele haben wegen sowas angefangen. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat auch Separate wegen dieser Situation mit Toni angefangen mit, ich glaub, weiß gar nicht, was der macht, MMA oder irgendwas. Ja, kann schon sein, klar. Das triggert schon irgendwas in deinem Kopf, so auf jeden Fall. Wenn man sich so wehrlos fühlt, jemand anderen gegenüber, ja, safe. Auf jeden Fall, du hast halt so ein Ohnmachtsgefühl. Ja. Ja. So ist es. Eine Sekunde. Ja, mach das mal zur Seite hier. Aber lass uns jetzt mal über erfreulichere Themen sprechen, beziehungsweise über Themen, die nicht uns betreffen. Was noch so passiert ist in dieser Woche, ist auf jeden Fall die Woche der Disses. Ist einfach so munter weitergegangen. Es wird links und rechts gedisst. Von allen Seiten kommen die Diss-Tracks und fliegen. Ganz, ganz frisch aus der Druckpresse ist ein neuer Diss-Track seitens Flair gekommen, eine Art Rundumschlag, in dem er einfach mal innerhalb von 2 Minuten 10 Namen genannt hat oder sowas. Und ja, da ging es auf jeden Fall ab, so in der letzten Woche, beziehungsweise jetzt just vor einer Stunde der Flair-Release. Hast du den gehört? Was für ein Flair-Release? Der Flair hat etwas auf seine YouTube-Seite released. Nee, eine was? Eine Art Rundumschlag. Hey, ich bin top informiert. Ja. Echt? Bro, ich bin top informiert. Ja, Mann. Und top wie ist es? Informiert. Boah. Hey, die Hook, der hat eine Line in der Hook, die ich grenzwertig finde, aber. Ja, keine. Ich finde die irgendwie grenzwertig, aber ist okay. Und zwar die Line lautet wie folgt in der Hook. Deine Freundin ist wie Germany, lässt jeden mal rein. Eigentlich ein bisschen uncool, aber egal. Aber sonst alles in allem. Naja, kommt drauf an, wie es gemeint ist. Wenn er, vielleicht findet er es ja positiv, dass Germany jeden reinlässt. Ja, klar. Du, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber alles in allem ist es ein Rundumschlag auf jeden Fall. Da werden einige Namen genannt. Und ich bin gespannt, wie es da jetzt weitergeht an der Front. Das ja, ist auf jeden auch. Fall, glaube ich, der auf die Fresse-Rap, den sich viele wünschen, im Jahr des Disses. Ich finde es geil. Ich wusste davon gar nichts. Ich ziehe es mir gleich auf Twitch dann rein, sobald. Ja, mach das. Ich regulär streame. Ganz, ganz, ganz brandaktuell. Dann gibt es ja noch andere Beef-Fronten, an denen du ja auch zum Teil beteiligt bist. Ich habe heute bei Mr. Ja. Rap mitbekommen, dass du einen kleinen Disput mit PA hattest. Ich weiß nicht, das ist das, was Mr. Rap berichtet. Schöne Grüße auch an ihn an dieser Stelle. Ja, was lief, aber der ist schon wieder geklärt. Wir haben uns danach ausgesprochen, da ist alles okay. Es gibt einfach auch schlicht und ergreifend keinen Grund für mich, irgendein Problem mit PA zu haben. Ich kenne PA echt lange jetzt und ich muss sagen, er war wirklich immer korrekt zu mir. Okay. Und diese Stories, die, also diese Sachen, die die Leute ihm geschrieben haben, waren halt einfach teilweise Blödsinn. Also, dass ich gesagt habe, ich bin ein besserer Freestyler als Kerl, das habe ich so halt einfach nicht gesagt. Sondern das weiß PA eigentlich auch. Und bei der anderen Sache, da wurde halt einfach irgendeine Information rausgenommen aus meiner ganzen Reaction auf Twitch über PA seinen Track. Weil ich habe ja auch positive Sachen darüber gesagt. Und das wurde dann ihm halt so gestellt. Und er hat dann so ein bisschen angefressen reagiert. Das hatte aber einen anderen Hintergrund, warum er da so angefressen reagiert hat. Der hat es mir später dann auch selber gesagt.
Und deswegen, da ist also alles okay zwischen ihm und mir. Mein Problem ist mit Kianosch, nicht mit PA. Okay, also kein böses Blut mehr, alles ist cool mit PA. Das freut mich. Nee, war auch vor kein böses Blut. Die Story hat sich halt so ein bisschen salty gelesen und die wurde mir halt sofort geschickt von mehreren Leuten. Mhm. Dann habe ich halt auf diese Story reagiert und kurz darauf haben wir schon geredet und dann war es auch okay. Okay. Also Deckel zu. Zumindest an dieser Front. Es gibt aber auch noch andere Fronten, an denen du kämpfst und bekämpft ja. wirst oder es gegen dich gestichelt wird. Was ist denn mit Marvin Erfurt? Nee, Marvin, ist der aus Erfurt? Nee, der ist aus Halle. Marvin Halle. Wie komme ich auf Erfurt, Alter? Aus Marvin Halle. Wahrscheinlich wegen dieser Information über seine persönlichen Daten, die rumgegangen ist, die jetzt halt auch zum temporären Ban von Roos geführt hat. Ach, das hat zum Ban geführt? Höchstwahrscheinlich, ja. Krass. Didn't know that. Mhm. Also bei Marvin... Was wurde denn genau geleakt? Ich hab's nicht verstanden. Seine LinkedIn-Page? Oder Xing? Roos hat bei sich im Stream, soweit ich weiß... halt einfach Marvins bürgerlichen Namen gegoogelt und hat dann einfach irgendwelche Websites angeklickt, wo halt Daten von ihm standen. Es waren natürlich allesamt Websites, die öffentlich einsehbar waren. Also ist es de facto kein Doxing gewesen. Es scheint aber wohl teilweise ausgereicht zu haben, dass es halt gegen bestimmte Twitch-Richtlinien verstoßen hat. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht genau, wie Roos jetzt auf diesen Ban reagieren wird, ob er den aussitzen wird oder ob er Einspruch erheben wird. Er kann doch trotzdem auf YouTube streamen, oder? Kann er auch. Also ich denke, wenn sich da nichts machen lässt, dann wird er höchstwahrscheinlich auch auf YouTube streamen, so wie ich Roos kenne. Der wird sich jetzt bestimmt nicht den Mund verbieten lassen. Bei mir ist es halt so, dass Marvin die ganze Zeit halt so Drohungen ausspuckt halt in unsere Richtung und mit Strikes droht und ich lasse mich davon halt einfach keinen Meter beeindrucken, weil ich finde, dass Marvin da einen ganz, ganz billigen Trick macht. Er versucht mich in Sippenhaft quasi zu nehmen für die Sachen, die andere getan haben. Ich habe schon 1 Million Mal gesagt und ich musste es eigentlich nicht mal sagen, weil ich bin nicht automatisch verantwortlich für die Handlungen anderer, aber ich habe trotzdem schon 1 Million Mal gesagt, ich stehe so hinter normalem Doxing schon gar nicht, aber auch diese Aktion, da stehe ich nicht hinter, ist nicht mein Ding, würde ich niemals machen, auch sowas würde ich nicht machen, ich würde auch keine Screenshots von irgendwas posten, ich würde keine Kinder beleidigen und. Und trotzdem benutzt Marvin also die Aspekte, die ihn betreffen, um einen Grund zu haben, mir Strikes anzudrohen. Also er sagt, ja, weil Flair ihn gestrikt hat oder weil Roos ihn gedoxt hat aus seiner Wahrnehmung, deswegen werde ich jetzt da mit gestraft und er verbietet mir, auf meinen Content zu reagieren. Und das ist ja voll läppisch, weil alle Content-Creator reagieren gegenseitig auf den Content und es ist eine unausgesprochene Regel, dass man sich nicht dafür strikt. Ich werde heute auch auf ein Video reagieren von diesem Vogelkuchen-TV und dann werde ich das da auch nochmal ausführlich auseinandernehmen und auch erklären, warum das alles so widersprüchlich und heuchlerisch ist, weil unterm Strich gesteht Marvin damit ein, dass er halt einfach keine Argumente gegen mich hat. Also er kann auf meine Argumente nicht antworten und deswegen zieht er es vor, mir damit quasi zu drohen, dass er mich stumm schaltet. Also dass er wieder mal versucht, mir Schaden zuzufügen, indem er mich unterdrückt. Und das Lustige ist, er benutzt als Argument, dass ihm etwas angetan wurde, was er letztes Jahr mir antun wollte. Er hat letztes Jahr einen Aufruf in seinem Stream gestartet, dass die Leute rauskriegen sollen, wo ich arbeite, was mein Arbeitgeber ist und dass man den Arbeitgeber anschreiben soll. Und das ist tatsächlich eine Information, die ich wirklich nirgendwo öffentlich angegeben habe. Also das wäre de facto Doxing. Mhm.
Verstehst du? Er hat sich dafür entschuldigt, ist auch okay. Aber jetzt will er, weil jemand anderes ihm das tut, will er jetzt mich dafür bestrafen. Sorry, Bro. Niemals. Niemals. Ja. Da gebe ich da, also auf gar keinen Fall lasse ich mich da unterdrücken. Das lasse ich nicht zu. Solange ich mir nichts dergleichen zu Schulden kommen lasse, also ich ihn nicht doxe, ich nicht unter die Gürtellinie gehe, bleibt dieses Spiel genauso, wie es vorher war. Er reagiert jede Woche auf irgendwelche Freestyles von mir. Er hat sogar erst gestern oder vorgestern einen Freestyle von mir auf Twitter hochgeladen. Und woher sind diese Videos? Aus meinen Streams. Mhm. Das ist auch Content von mir. Da könnte ich ihn ja jetzt auch dafür striken oder melden oder sonst irgendwas. Mache ich das? Nein, mache ich nicht. Weil es einfach absolut feige ist und unsportsmännisch. Und deswegen, also da gebe ich keinen Millimeter nach, auf gar keinen Fall. Ich habe gerade im Chat gelesen, dass er sich jetzt gleich zu dir, zu deiner Person äußern wird in seinem Stream, weil er gleich live gehen wird. Und ja. Dass Roos auf Instagram eine Story gepostet hat, die habe ich mir jetzt bisher nicht angeschaut, mit einer Art Statement gegenüber Marvin. Hast du die schon gesehen? Nee, wahrscheinlich nicht. Gesehen. Wahrscheinlich nicht. Ja, dann machst du doch rein. Kann man doch abspielen. Achso, ja, warte, ich muss es hier umstellen alles. Ich weiß gar nicht, ob das eine Audio-Story ist, aber wir kriegen das alles hin. Ja, wenn nicht, dann kannst du sie ja vorlesen. We will see. Hallo, da, Roos. Ich war schon so lange nicht auf Instagram, das ist so krass. Instagram ist so meine Nicht-Draufklick-App. Klick-Nicht-Drauf-App. Mäßig. So, vor 24 Stunden. So, hier, guck mal. Er hat dich sogar markiert übrigens. Mich? Ja, hat dich auch markiert. Willst du mal hören? Ja. Also, ich mach's mal hier. Spiel mal ab. Wie einige von euch schon gesehen haben, können wir nicht auf Twitch kommen. Gewisser Gwendingo Snake, Heuchler himself hat uns bei Twitch gemeldet. Deswegen haben wir jetzt erstmal vorübergehend einen Bann. Kein Problem. Für heute ist erstmal egal, denn genug andere coole Leute sind auf Twitch. Und zwar Jesus, MOK und jetzt gerade auch Flizzmaster. Ist mit Beko Abi, aber nicht Abi nach dem Motto, er steht über mir, Abi. Gerade auf Twitch. Zieht euch die rein. Viel Spaß damit. In den nächsten Tagen, also kleiner Hint hier, kleiner Hinweis. Nächsten Tag gibt es eine nice Was-Los-Folge mit einem Sprechgesangsartisten. Freut euch darauf. Ansonsten erstmal viel Spaß heute Abend ohne mich. Wendigo Snake. Okay. Snake. Snake. Okay, krass. Ja, hatte ich auf jeden Fall dir auf jeden Fall die Ehre erwiesen und dich auch markiert. Das ist ja, das sehr nett von oft. Ihm. Das ist sehr nett von ihm, muss man ihm lassen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Roos ist mein Bro. Auf jeden Fall. Roos ist für mich, also ist jetzt für mich da, supportet mich und ist auch in Zeiten für mich da gewesen, wo ich noch, also wirklich, also gar keine Reichweite mehr hatte und hat mich supportet die ganze Zeit. Deswegen empfinde ich auch eine Loyalität gegenüber Roos. Das steht auch in keinerlei Widerspruch dazu, dass ich trotzdem natürlich nicht hinter allem stehen muss, was er macht. Tue ich auch nicht. Musst du ja auch nicht. Ganz einfach. Aber er ist trotzdem mein Freund und er ist für mich da gewesen. Ich bin auch für den da und die Sachen, die ich vertreten kann, die vertrete ich auch. Und da stehe ich ihm dann auch argumentativ zur Seite. Niemand hat mich jemals gehört, dass ich irgendwie gerechtfertigt habe, ja, das ist schon okay, dass Roos das oder das gemacht hat. Das mache ich nicht. Wenn ich etwas nicht cool finde, dann sage ich das auch, dass ich es nicht cool finde. Genauso sage ich aber auch, wenn jemand mit Begrifflichkeiten rumjongliert und Sachen als Doxing bezeichnet, die vielleicht technisch gesehen gar kein Doxing sind. Und die Richtlinien von Twitch sind da, by the way, keine de facto Definition von Doxing. Die de facto Definition von Doxing habe ich letztens schon rausgesucht. Die gibt es sogar auf einer staatlichen Webseite hier in Deutschland. Warte mal, kann ich gleich nochmal kurz gucken. Hier, genau. Und zwar, hey, warte mal, bin ich blöd? Schreibt man Doxing mit einem X oder mit zwei? Ich denke. Ah, hier, genau.
Bundesamt Official Shit. Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Thema Identitätsdiebstahl durch Datenleaks und Doxing. Beim sogenannten Doxing sammeln Täter personenbezogene Daten, die sie bündeln und öffentlich verfügbar machen. Case closed. Öffentlich verfügbar machen heißt, diese Daten waren vorher nicht öffentlich verfügbar. Mhm. Richtig? Ja, absolut. Aber check deine Quellen, Bruder, weil das ist Bundesamt. Das ist, also die Religion, das ist doch die Quelle, Bruder. Die Religion mit den Hörnern ist nicht weit. Das wollte ich damit sagen. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Ich sag Case ja, closed. Die Religion ist mit den Hörnern ist nicht weit. This is the case closed. Case closed. Ganz einfach. Case closed. Alright. Ja. Da wir diesen einen Case geclosed haben, lass uns zu einem weiteren Cold Case kommen. Vielleicht auch gar nicht einem Cold Case, weil ziemlich Hot Case. Letzte Woche kam am Freitag ein Song von Farid Bang und dazu, ich meine, ich habe dein Stream nicht so ganz verfolgt, also nicht den, wo du darauf reagiert hast, deswegen will ich dich fragen, wie fandest du es, wie fandest du den Track Alles in Allem? Okay, erstmal das und dann kommt meine spezifische Frage. Ja, also den Track fand ich stark. Der Track war im Prinzip eigentlich das, was sich alle wahrscheinlich die ganze Zeit gewünscht haben, aber was Farid wahrscheinlich so ein bisschen sich aufgespart hat für die heiße Phase dann vor dem Album. Und was er dort gemacht hat, fand ich sehr stark, weil Farid mir im Prinzip damit mehr Hack zurückgegeben hat als Shindy. Also er hat dann einfach mit einer Line kurz mal das auf seiner Bühne gespreadet, wogegen ich mich schon die ganze Zeit wehren will. Nämlich, dass Shindy über mich Lügen in seinem Buch verbreitet hat. Ganz einfach. Und das rechne ich Farid sehr hoch an. Adessa, danke für 3 Subs an die Community. Sorry. Adessa. Yes, yes. Nice. Was heißt eigentlich Adessa auf Italienisch? Oder gibt es nur Adesso? Es gibt nur Adesso. Was heißt Adesso? Jetzt. Jetzt. Ah. Genau jetzt. Adesso. Ich dachte, Adessa heißt auch was auf Italienisch. Nee. Ah, okay. Wieso ist die Italienerin? Schöne Grüße auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Das klang für mich so italienisch. Adessa. Okay. Adessa mit zwei, also Adesso, dann auch mit einem doppelten S. Hm. Yes, yes, ja. Okay. Ja, genau. Genau. Okay, also alles in allem würdest du dem auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben, den Track. Was ich, ja, ich auch, definitiv. Allerdings hat mich eine Sache immens gestört. Und zwar die Beat-Auswahl. Warum? So, also es ist einfach nur persönlich von meiner Seite aus. Warum nimmt man diesen Eminem-Beat? Weil ich denke mir, durch diesen Eminem-Beat, den man dann genommen hat, wirkt es eher wie so ein Radio-Freestyle und wertet den Song ab. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist mein einziger Kritikpunkt. Wenn ich einen Kritikpunkt habe, dann ist es der auf jeden Fall. Weil das wertet den Song immens ab, weil es dann halt so austauschbar ist. Warum nimmst du dann den Beat von Eminem so? Weißt du? Weil er wahrscheinlich dafür bezahlt hat. Sonst würde der Song nicht auf den Streaming-Diensten sein. Ich denke mal, er hat ihn ganz regulär bei Eminem eingekauft. Ja. Tatsächlich. Also ja. Er hat die Genehmigung. Ja, der Beat ist auch, ich sag ja nicht, dass der Beat schlecht ist. So, das ist halt so ein Beat, wenn man zum Beispiel irgendwo in der Radiosendung ist und dann Freestyle macht, dann kannst du da gut drauf rappen oder sonst irgendwie was. Das ist ja perfekt. Aber den als General Release, wirklich als Release rauszubringen, wertet den Song meiner Meinung nach ab. Aber das geht nur so in meinem kleinkarierten Hirn, ist es so. Ja, ich kann dir das nicht beantworten, Bro. Vielleicht dachte Farid sich, der Song von Eminem ist lange genug her. Das kennen viele nicht mehr. Vielleicht wollte er bewusst diesen Diss-Track, was der Track schon auf jeden Fall ist, im Gegensatz zu den anderen Tracks, wo nur hier und da mal eine Diss-Line war. Der Song war ja ein kompletter Diss-Track.
Vielleicht hat er sich gedacht, ja, ich will, dass das so einen Bootleg-Charakter hat. Ich weiß es nicht. Ja. Camp One, du hast recht, auf jeden Fall. Ich muss jetzt echt meine Schnauze halten. Jetzt gibt's Probleme. Was? Warum? Was ist los? Er schreibt, jetzt müssen Lines umgeschrieben werden. Chosen wird safe gedisst auf dem Album nach dieser Respektlosigkeit. Nee, ja. Gar nicht respektlos gemeint, aber es habe ich auch gar nicht so formuliert. Von dem her alles gut, ganz entspannt. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Okay, cool. Dann haben wir das auch abgearbeitet. Wir haben auch über die Diss-Tracks in dieser Woche gesprochen. Ich bin gespannt, wie deine Reaktion auf den Flair-Diss-Track ist. Ich glaube, ich werde bin ich auch gespannt, ich ja. Ich glaube, ich werde noch ein paar Minuten im Chat oder halt so lurken und mal so mir zumindest anhören, was du so gesagt hast. Oder man sagt doch lurken in der Sport. Richtig. Ja, okay. Ja, lurk, man ist im Lurk. Okay. Das heißt, dass man nur noch zuschaut und nicht mehr am Chat aktiv teilnimmt. Exactly. Das werde ich dann wahrscheinlich machen. Exactly. So, was noch, was ist noch vorgefallen? Hast du hast wahrscheinlich keine Zeit gehabt, dir irgendetwas auf Netflix oder derartigem anzuschauen? Aktuell nicht, nee, ich will eigentlich unbedingt ich hänge gerade so nach, ich will eigentlich eine Folge Sommerhaus nachgucken, aber ich habe es nicht geschafft. Deswegen, warum tust du dir das Einzige, freiwillig was ich an, Bruder? Hä? Du bist, ich verstehe deine Faszination für Trash nicht. Ich mag es einfach, keine Ahnung. Es ist einfach witzig. Aber ist vor allem okay, bei der letzten Folge ist endlich Gigi reingekommen und zentriert diesem Jan einen, den ich überhaupt nicht leiden kann. Deswegen, da bin ich mir sehr gespannt. Okay. Okay. Gut. Also Leute, nicht spoilern. Jay wird sich auf jeden Fall noch Sommerhaus anschauen. Auf jeden Fall, ja. Ja, definitiv. Ich hab, und du, was hast du dir reingezogen? Ich habe Equalizer jetzt gesehen. Ah, und? Ja, geht schon. Geht schon. Also schon, ist, glaube ich, schon der Beste. So, wo gibt's den? Ich habe den so gesehen. So auf diese. Kinox. Ja, sowas, ja, sowas ähnliches. Echt? Ja, sowas gibt's sowas noch? Ja, es gibt sowas noch. Ja, da, krass. Ja, hab ich den gesehen. War okay. War schon der beste Equalizer so für mich. Mhm. Aber es ist halt einfach nur so ein Materialschlacht, halt einfach baller, 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 so weiter und so fort. Aber alles in allem ist cool, ist halt komplett, spielt halt komplett in Italien. Wobei ich die Geografie nicht check. So, okay. Das beginnt damit, dass er auf Sizilien, Chaos veranstaltet, sagen wir es mal so. Dann flüchtet auf das Festland mit einer Verletzung, dann irgendwo in Kalabrien ist, aber komischerweise steht dann irgendwie Neapel drin, obwohl die in Kalabrien sind und es ist alles ein bisschen verwirrend. Also die Geografie ist so ein bisschen off, habe ich so den Eindruck. Aber das ist doch absolut immer so bei so Hollywood-Filmen. Ja, das war so, vom Geografischen war das so ein bisschen off, aber wenn man jetzt das außer Acht lässt, so ist, kann man sich den schon reinziehen, so. Auf jeden ja. Fall. Yes, yes, ja. Werde ich auch machen. Mach das. Equalizer fand ich geil. Ah, genau. Der Untergang des Hauses Usher, den will ich auch sehen. Den will ich auch sehen, so Horror-Serie will ich sehen, auf jeden Fall. Geht es da um den R&B-Sänger? Da geht es um den R&B-Sänger, auf jeden Fall. Asche. Immer so hörst du so leise im Hintergrund. Asche. You remind me of a girl. Asche, brutal. My Way, also ich erinnere mich noch, ich habe irgendwann mal das My Way-Album von Quincy bekommen, Kumpel von mir aus den Philippino, der kurz nachdem er irgendwie aus den Philippinen nach Deutschland gekommen ist, hatte der so dieses Album im Gepäck und ich habe das tot gehört. Also dieses My Way Album war brutal. Brutal, ja. Ja, das stimmt. Hab ich, ja, You Make Me Wanna und Ding. You make me wanna leave the one I'm with. Start a new relationship with you. This is what you do. Think about it when you wanna things and come along with you. You make me. Ey, der war krass. Asche habe ich echt gefeiert. Ja. Ja, ich sehe gerade, Rob Doc schreibt, neuer Scorsese-Album kommt jetzt ins Kino. Wurde noch nicht thematisiert, will ich mir aber anschauen.
Ich habe gehört, dass man sehr viel Sitzfleisch mitbringen muss, weil der, glaube ich, 2 Stunden 40 Minuten geht oder so. Das ist schon ein ultra langer Film und der thematisiert, also es ist eine Buchverfilmung und da geht es ums Thema, Ureinwohner Amerikas zu einer gewissen Epoche, genau. Nee, über 3 Stunden, 3,5 Stunden sogar, noch schlimmer. Aber ich will den auf jeden Fall sehen, Leo DiCaprio, Robert De Niro, Scorsese, also Jesse Plemons, der auch geiler Schauspieler ist. Also kann man sich schon auf jeden Fall reinziehen, so. Habe ich Bock drauf. Das klingt gut, muss ich sagen. Ja, will ich mir auf jeden Fall sehen, will ich mir auf jeden Fall anschauen, aber ich weiß nicht, ob ich mir den im Kino geben kann, so. So, ich habe mir schon Herr der Ringe im Kino gegeben und es war schon krass. Ich mag aber sowas. Ich mag lange Filme im Kino anzugucken. Muss hier nach Stuttgart kommen. Da sind doch die mittlerweile diese riesigen Sitz-Lounges. Ist geil. Ja, aber wie machst du das mit Number One? So, wenn du mal Pipi musst? So, du brauchst irgendeinen Katheter oder irgendwie sowas, so einen Pissbeutel. Bei mir ist das gar nicht so. Ich schwöre, ich kann es mir voll lange verkneifen. Ich habe da gar kein Problem mit. Was? Ja, boah, nee, easy. Ich gar nicht, Mann. Ich muss da. Doch, ich schon. Das muss raus. Doch, ich kann das. Außerdem kannst du ja schnell gehen. Mein Gott, dann verpasst du halt eine Minute oder so. Ist doch nicht schlimm. Ja, stimmt auch wieder. Aber jetzt mal gucken. In Griechenland, wenn du so lange Filme geguckt hast, gab es einfach in der Mitte immer eine Pause. Gibt es in der Schweiz zum Teil auch? Das ist voll krass. Wo ich zum ersten Mal mit meinem Cousin in Griechenland im Kino war, ich war so schockiert, gell? Wir gehen so in Athen, wir gehen ins Kino rein, wir sitzen da, Film fängt an, wir gucken. So plötzlich, so mitten in der Handlung, geht plötzlich Licht an und Leinwand aus. Und alle stehen so auf. Und ich gucke so meinen Cousin an, ich so, hä, was ist jetzt? Er so, ja, jetzt ist Pause. Ich so, wie Pause? Der so, ja, jetzt gehen alle raus, Zigarette rauchen oder pinkeln oder sich was zum Essen oder Trinken holen, dann geht's weiter. Ich so, okay. Wie beim Theater oder sowas, da gibt's auch immer so die Pause. Ja, in Griechenland, also ich weiß nicht, ob es jetzt noch in Griechenland so ist, weil ich war wirklich seit meiner Kindheit in Griechenland nicht mehr im Kino, aber damals war das so. Da gab es einfach eine Pause in der Hälfte des Films. Krass. Echt krass, ja, hier schreibt Dr. Snippet One, Schweiz immer. Also in der Schweiz ist es auch echt nach wie vor so. Das ist krass. Siehste. Crazy. Mhm. Oppenheimer habe ich immer noch nicht gesehen, also du wahrscheinlich auch noch nicht. Oppenheimer habe ich nicht gesehen, ne? Ich will den auch sehen. Das wird dann wahrscheinlich im Winter gut sein, da habe ich dann richtig viel Material, was ich mir reinziehen kann. Ja, Mann. Werde ich auch machen. Okay, sonst, was ist noch so vorgefallen? Hast du die Möglichkeit gehabt, ins Drake-Album reinzuhören? Vielleicht eine Woche danach? Es ist übrigens in den USA auf Platz 1 gegangen. Drake hat jetzt genauso viel Nummer 1 Alben wie Michael Jackson. Lass das mal ruhen, so in deinem Kopf. Was? Dass er genauso viel Nummer 1 Alben hat wie Michael Jackson. Ja, okay. Lass das Waschbecken rein, genau. Let that sink in. Der hat doch Dingsums. Der hat doch auch viel mehr, also viel schneller, viel mehr Musik produziert als Michael Jackson. Michael Jackson hatte doch viel größere Pausen zwischen seinen Alben, oder? Ja, das sowieso. Ja, ich bin nicht in Drake verliebt, übrigens an Redbone, aber ich verfolge den seit seiner zweiten EP. Seit seiner zweiten EP, also der EP For So Far Gone. Und ich habe den schon damals verfolgt und fand den nice, also kurz bevor er da bei Young Money gesigned worden ist. Und ich fand den immer interessant als Künstler. Aber das Album ist okay. Ist okay. Ist jetzt nichts Übermäßiges. Ja. Mhm. Ja, genau. So viel will ich dazu sagen. Ja, aber das stimmt schon. Also die Musikindustrie hat sich einfach verändert. Man kann halt viel schneller releasen und so weiter und so fort. Dementsprechend kommen mehr Alben rein, mehr Alben raus. Dafür verkauft man weniger, weil die Verkaufszahlen von einem Michael Jackson wird der lange nicht erreichen. Also der hat zwar Nummer 1 Alben, aber nicht
annähernd die Verkaufszahlen von einem MJ. You know? Ja, weil die Verkaufszahlen generell zurückgegangen sind wahrscheinlich. Genau. Das heißt, früher hat man 1 Million für Platin gebraucht. Mittlerweile sind es, glaube ich, weniger. 500.000, 400.000, irgendwas. Ich weiß nicht mehr, wie es in den USA ist. Wie ist es in Deutschland? 10.000 ist, glaube ich. Für was? Verkaufte Einheiten. Für was? Für Gold ist, glaube ich, in Deutschland 10 und 50 ist Platin in Deutschland. Was? Ist es nicht so? What? Nein, Bro, 100.000 sind Gold in Deutschland. 100.000, sorry. Und zwei, das, was du da mit 10 sagst, das ist, glaube ich, Österreich oder sowas. Oder vielleicht Italien, ich habe keine Ahnung. Schweiz oder so, oder kleinere Ländern halt, ja. Deutschlands 100.000 Gold, 200.000 ist Platin und ich glaube, Schweiz sind 10K, Tatsache, ja. Okay. Sogar in Frankreich ist Gold weniger als in Deutschland. Deutschland ist der drittgrößte Musikmarkt weltweit, glaube ich. Deutschland ist ja, ist so. Ist so. Mhm. Ist so, auf jeden Fall. Mhm. Österreich sind es auch 10K, lese ich gerade. Es ist schon geil, Mann. Da hat man immer so Fact-Checker. Also Camp One sagt, Schweiz sind 10K. Sensei Vegeta schreibt, Österreich sind auch 10K. Also ist geil, mit Fact-Checkern arbeiten ist immer gut, gerade bei mir. Aber lustig, dass Österreich und Schweiz gleich ist. Ist Österreich nicht größer als die Schweiz? Boah, weiß ich nicht. Gut, Fact-Checker, Größe, los. Mit der Größe hat es auch nicht so viel zu tun, weil Frankreich ist ja flächentechnisch zumindest, glaube ich, auch größer als Deutschland. Aber dafür hat Deutschland mehr Einwohner. Ja. Genau. Italien ist, weitaus weniger Einwohner. Wie viele Einwohner hat Italien? 65? 60? Um die 60, 65. Das ist schon viel. Ja gut, Deutschland hat ja 85, also 25 Millionen mehr. Das ist schon beachtlich. Hm. Schon einiges. Exactly. Genau. So viel dazu. Leute, mir ist aufgefallen, bei der letzten Folge wurde auf YouTube nicht so stark kommentiert. Ihr habt aber jetzt einfach noch die Möglichkeit, das nachzuholen in den nächsten 5 Minuten, auf der letzten Folge zu kommentieren, wenn ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, Anregungen oder einfach nur Wünsche. Vielleicht wollt ihr uns einfach nur etwas mitteilen, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit, das noch zu tun, bis wir die Kommentare vorlesen. Mhm. Stimmt, macht es, Leute. Baut euch ein mit was Smartem. Richtig. Exactly. Ich höre deinem Atem. Na, na, kennst du? Na, na, na. Ist doch Ramzi Aljani gewesen, oder? Nee. Nee, das ich war, glaube ich. Ich habe genug. Ja, das ist Ramzi Aljani, aber das Ich höre deinen Atem, ich glaube, das war doch, Mohammed oder wie der hieß. War das ja okay, weiß ich nicht. Mhm. Ja, Mann, Mohammed. War das von dem wirklich? Ich glaube es nicht. Egal, ist jetzt halb so wild. Ist wirklich halb so wild. Mhm. Beats Music schreibt, gibt es Fotos von euch beiden, wo ihr beide Full Hair noch habt? Ich glaube, die gibt es sogar. Ich muss mal gucken, vielleicht kann ich also sie raus. Zusammen nicht. Ja, es gibt doch ein Emote von mir mit Haaren im Chat. Ballert mal das Emote von mir mit langen Haaren in den Chat. Aber ich erinnere mich an Fotos, okay. Aber ich weiß nicht, wo die sind. Vielleicht hast du die irgendwo in deiner Kiste von einem unserer ersten Auftritte in dieser Kirchengemeinde. Da gibt es. Ja, aber da hatten wir so Mützen an oder sowas. Da ja, guckt. Da hatten wir Kappen an. Da bin ich mit Haaren. Aha, okay. Allerdings sieht man die Haare nicht. Ist alles schwarz. Ja, weil es so klein ist. Man sieht die Haare eigentlich schon. Okay. Mhm. Alrighty, man. Ja, keine Ahnung. Lass mal gleich in die Kommentare reingehen. Dann kannst du nachher gleich mal freestylen. Ich höre dir noch beim Freestylen zu. Und, ja, gerne. Wir können dann
noch sonstige Themen? Oder hast du irgendwie noch ein Thema, was du unbedingt ansprechen willst? Irgendetwas, was dir auf den Herzen, der Seele und deinem Interieur brennt? Keine Ahnung. Ja, also das akuteste Thema bleibt halt nach wie vor Israel-Gaza. Ne? Da ändert sich nichts dran. Ja. Hast du da irgendwelche neuen Gedanken dazu? Meine Gedanken sind nach wie vor die, dass ich das so, es dürfen nicht so viele Menschen sterben und eine Zwei-Staaten-Lösung wäre nach wie vor das Richtige, aber ich weiß nicht, ob ich das noch zu meinen Lebzeiten mitbekommen werde. Und es ist kacke, Alter. Ich habe letztens mit meinen Kindern Nachrichten geschaut, so dann kam so ein Bericht aus der Ukraine, kurz danach kam so ein Bericht aus Israel und so. Und das ist, und dann habe ich so ein längeres Gespräch mit meinem Sohn geführt. Das hat mich schon irgendwie ein bisschen nachdenklich gemacht. So. Das ist kacke, Alter. Da sterben einfach Menschen. Kinder. Wie siehst du die bevorstehende Offensive der israelischen Armee? Die wird kommen und die wird böse enden. Das wissen wir. Warum starten die aber noch nicht? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Die haben ja nur Truppen zusammengezogen, aber noch nicht gestartet, ne? Ja. Keine Ahnung, Bro. Das ist... I don't know. Ganz, ganz schwierig, Alter. Meidest du das Thema so ein bisschen? Ich verfolge es, aber ich will ungern darüber sprechen. So. Woran liegt das, wenn ich fragen darf? Ich verfolge es, aber ich habe jetzt auch nicht so den Mega-Peil, dass ich mich so in der Lage fühle, sicher darüber sprechen zu können. Aber musst du ja nicht. Also du musst ja, also wir reden ja oft über Themen, wo wir jetzt auch nicht immer 100% alles genau wissen. Es ist ja immer ein Unterschied, ob du etwas als Fakt darstellst oder ob du halt einfach bloß deine Meinung oder deine Gedanken zu einem Thema sagst, oder? Ja, meine Gedanken sind halt sind meine Gedanken ähnlich wie die vieler Leute, die irgendwie die halt einfach, okay, jetzt Terrorismus ist scheiße, Punkt. Egal auf welcher Seite, er ist immer kacke. Dass Israel den oder der israelische Staat den jetzt die Wasserversorgung kappt, Stromversorgung kappt und so, ist es richtig eklig. Und das, wie was da so in den letzten Jahren passiert ist, kann man schon von einer Kolonialisierung sprechen. Das auf jeden Fall. Es ist einfach eine Sache, die wir beide nicht lösen werden. So, wir beide können es nicht lösen. Wir können darüber sprechen. Also du kannst gerne darüber sprechen, aber ich halte mich da eher wahrscheinlich bedeckt, weil ich da keinen Bock auf große Diskussionen habe. So, ich will es vielleicht auch ausblenden, zumindest in diesem Stream oder in dem Podcast will ich das ausblenden. Im normalen Leben rede ich da auch viel mit verschiedensten Leuten und höre auch die verschiedensten Haltungen. Also ich höre sowohl die eine Haltung als auch die andere Haltung und ich kann auch jeder Haltung irgendwie etwas abgewinnen. Aber ich würde, ja, zum Teil kann ich jeder Haltung etwas abgewinnen. Aber ich weiß nicht. Es sterben einfach Menschen. Es ist egal, welche Farbe, welche Religion, welche Herkunft, es sterben einfach Menschen. Ich sehe keine Farben. Genau, I see no color. Genau, richtig. Und deswegen, kein Plan. Ja, du wirkst auf jeden Fall sehr, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Du wirkst sehr vorsichtig bei diesem Thema. Ja. Auf mich. Ja. 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 Leider agieren viele andere nicht so vorsichtig bei dem Thema. Ja, genau, das sehe ich auch. Das sehe ich nämlich auch. Genau, das sehe ich nämlich auch. Roxy Maus, danke für 100 Bits. Ja, Mann. Genau, das sehe ich nämlich auch. Und ich denke mir halt, hey, ich weiß nur, dass ich nichts weiß. So, das ist. Ja. Aber wäre es dann nicht eine Option, sich dieses Wissen anzueignen?
ich versuche das so gut ich kann, aber ich habe, je mehr Wissen ich mir aneigne, desto weniger peile ich es. Desto mehr Fragen stelle ich mir. Und desto mehr denke ich mir, Alter, irgendwie weiß ich nicht, ob das jemals irgendwann mal in 100, 200, 300, 400, 500 Jahren jemals gelöst wird, ohne dass irgendetwas ganz, ganz Schlimmes passiert. Was sind denn aber so die Kernfragen, die sich dir stellen? Lässt sich eine Zwei-Staaten-Lösung innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre umsetzen? Und ich komme immer so auf Nein. Ja, und dann? Und dann denke ich mir dann halt, lässt sich da generell irgendwie, weil ich meine, es ist so bösartig zum Teil von beiden Seiten, von allen Seiten. Es ist so bösartig und mit so viel Hass und ja, das stimmt, das ist echt viel Hass. Ich weiß es nicht. Weißt du, ich weiß nicht, was da die Lösung für ist, und ich verstehe auf jeden Fall die palästinensische Haltung, die sagt, hey, wir wurden hier aus unserem Land vertrieben, uns wurde hier nur ein kleiner Streifen Erde überlassen mit Kontrolle von den Israelis. Wir haben praktisch keinerlei Möglichkeiten, uns als Staat zu entfalten, so, das verstehe ich. Mhm. Aber ich verstehe auch die israelische Haltung, die sagt, hey, da waren Leute, die einfach gefeiert haben, und da sind jetzt 150 Leute gestorben. Ja. So, also, ja, weißt du, was ich meine? Ja, ja klar, weiß ich das. Ja. Ja, also dieses Feiern habe ich auf keiner der beiden Seiten verstanden. Es gibt nichts zu feiern, wenn Zivilisten getötet werden. Das habe ich wirklich überhaupt nicht verstehen können. Außer es hat für mich gewirkt wie Hass halt. Also wenn auf einer Seite Zivilisten sterben und jemand feiert, dann hat er Hass auf dieses Volk. Und ja, das ist halt scheiße. Ja, Mann, absolut. Absolut, Bruv. Lass mal kurz in die Kommentare gehen, bitte. Ja, okay. Aber schön, dass wir das angesprochen haben. Also, was heißt schön, dass wir es angesprochen haben? Jetzt hast du ja doch noch was aus mir rausbekommen. Ja, das ist ja meine Mission immer. Ich muss dich immer ein bisschen schon aus der Reserve locken. Ich sehe schon. Ja, du hast es geschafft auf jeden Fall. So, alright. Warte, jetzt habe ich laut. So, fangen wir an mit... Ja. Boah, Jay. Ah, Drago. Dragan, beziehungsweise Brazzo. Schreibt, boah Jay, du sprichst mir aus der Seele bezüglich PAs Diss. Ich habe es mir einmal angehört und dachte nur, okay, nichts Besonderes. Vor allem der Trap-Part war echt nicht gut. Mir fehlte der Humor und Punchlines. Genau wie du es gesagt hast, ich hoffe, von Flair kommt auch was. Von Flair kam zwischenzeitlich etwas. Mhm. Manning schreibt, wieso lässt man Diss-Tracks stehen, obwohl man sich vertragen hat? Geht es da nur ums Geld? Ich glaube teilweise ja, auf jeden Fall. Teilweise, aber ich glaube, vielleicht ist es auch einfach nur ein historisch. Für die Timeline halt einfach, für die Historie so, dass ja, du es halt da lässt. Aber ich und Kay haben ja auch unsere Tracks offline genommen. Ach, habt ihr die beide uns offline? Ja, stimmt, ja, du hast ja deinen schon lange offline genommen. Ja. Damals. Ne, wir haben sie gleichzeitig aufgenommen. Ja. Genau an, also nachdem wir uns vertragen haben, 2017 haben wir unsere Tracks offline genommen. Und da hätte ich ja auch ans Geld denken können, weil der Song hatte ja knapp 3 Millionen Views. Hätte auf jeden Fall ein bisschen was abgeworfen. Ja. Toby Cayano schreibt, grüß euch ihr beide. Jesus, du bist doch nur neidisch auf Marvin, weil er jedes Mal seine Hühnerbrust zeigt in seinen komischen Altkleiderhemden und du mit deinem 300-Körper da gar nicht mithalten kannst. Total gestellte Marvin-Lache hinzufügen. Die ja. Marvin, seine Rap-Analysen sind gleichzusetzen mit einer betätigten Klospülung. Zwitsche jetzt immer zwischen alten Folgen, jetzt immer zwischen alten Folgen hören und immer, wenn eine neue Folge kommt, die neue hören, um auf den neuesten Stand zu sein. Faschismus. Ich glaube, Tobi Cayano ist derjenige, der so die Mana Mia-Folgen binget. Das ist so krass einfach. Das ist einfach krass. Brutal. Geil. Geil, Mann. Feier ich. Feier ich. Ja, ich auch. Sia Sonne schreibt, bester Podcast, ich liebe euch, wir lieben dich auch, Sia Sonne. Wir lieben dich auf jeden Fall. Red Beast,
der King schreibt, Chusen, kommst du am Samstag mit Wobba in den Stream? Ich kann am Samstag leider nicht, ich werde am Freitag da sein. Aber am Freitag bin ich auf jeden Fall am Start. Auf jeden Fall. Und so ein Stream mit Wobba, den werden wir auf jeden Fall machen, aber da muss auch ein Trackway rauskommen. Okay, okay. Okay. Jetzt musst du aber deine Meinung zu, jetzt musst, bist du dran mit der Meinung. Zum Taperfade. Ja. Ich weiß nicht mal, was das ist. Was? Ja, es ist halt eine Frisur, aber ich weiß nicht, was für eine Frisur. Taperfade. Taperfade. Ich weiß nicht, was für eine Frisur ist. Soll ich mal kurz googeln? Ja, mach das mal kurz. Taperfade. Ja, einfach nur ein Übergang halt. So. Das ist ein Taperfade. Einfach das, die Frisur, die wir in den 90ern schon gesehen haben, oh, in Rap-Videos und uns dachten, hey, warum kann das kein deutscher Barber machen? Und dann kamen die Barber, die den Taperfade dann gemacht haben. Und jetzt sieht man ganz viele Jugendliche mit Taperfades, oder? Ja, jetzt läuft jeder so. Ja. Also jeder, der Haare hat natürlich. Exactly. Kann ich nicht mitsprechen, aber ja. Mm-hmm. Taperfade. So, Camp One schreibt, mies Drip dieser Chusen. Heute ist ein guter Tag. Sonneborn hat angekündigt, dass sein zweites Buch über Europa kommt. Krass, Martin Sonneborn, bester Mann auf jeden Fall. Werde ich auf dem Schirm haben. Ich habe nicht mal das erste Buch gelesen. Ich habe es auch nicht gelesen, aber ich werde es auf jeden Fall auf dem Schirm haben, dass da was kommt. Das ist stark. Wenigstens hast du schon mal auf dem Schirm. Ich habe es auf dem Schirm. Nein, ich verfolge den, ich finde den interessanten Typen so. Ich weiß. Ja, genau, da, so viel dazu. So, es ist kein neuer Kommentar dazugekommen. Dementsprechend, wenn wir jetzt einen Haken an die heutige Sendung machen, du kannst noch sehr gerne eine Song-Empfehlung mit draufpacken. Ja. Und das werde ich natürlich auch tun. Mhm. Also meine Songempfehlung ist dieses Mal von Keiner Summit, Kelvi. Keiner Summit hast du doch schon. Ja, aber stell dir vor, die hat nicht nur einen Song. Achso, hast du jetzt einen anderen Song, Kelvi? Okay, sorry. Ja. Q-U-E-L-L-E, Abstand V-I-E, was featuring Leto. Was für ein Leben. Oder? Richtig, richtig. Exactly. So ein bisschen verstehe ich das. Also, sehr gut. Ich werde jetzt auch einen französischen Titel nehmen. Also der Titel ist zumindest französisch. Der Song ist italienisch. C'est la vie. Nee, der Titel ist, der Song ist italienisch von einem Rapper aus Italien, der marokkanische Wurzeln hat und seit ein paar Jahren so den italienischen Gangster-Rap so interessant macht. Einen seiner größten Hits aus dem letzten Jahr, wenn mich nicht alles täuscht, Mentalité von Baby Gang. Dann sagt er, ich habe nur eine Mentalité. Entweder okay. Er erschießt mich oder ich erschieße ihn, so mäßig, aber halt mit Reim halt auf Italienisch. Ist aber sehr aggressiv. Ja, genau. Aber es ist ein guter Song so. Beat ist geil. Das kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Ja, Baby Gang hat auch eine coole Stimme. Und Baby Gang ist ein Begriff, der in Italien sehr geläufig ist. Baby Gang sind nämlich die, so werden die Gangs von Jugendlichen genannt. Also denn das ist der Begriff dafür. Also wenn man in Italien in den Nachrichten von Jugendbanden spricht oder spricht man nicht von Jugendbanden, sondern von Babygangs. Babygang. Genau. Ich stelle mir so richtige Babys vor, genau. Die so Kutten anhaben und so Springmesser und so kleine Aufklebtätowierungen vom Dings und von der Bravo. So Träne. Mama. Herz mit Mama. Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Das ist meine Songempfehlung. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Darauf, dass ihr nicht krank werdet. Dass eure Woche erfolgreich sein wird, dass ganz viele Dinge, die ihr euch wünscht, in Erfüllung gehen und darauf, dass ihr auch mal Sex habt, wünsche ich euch auch. Mein Gott, bist du wahnsinnig. Solltet ihr nicht asexuell sein, wünsche ich euch das auch. Mhm.
Ja. Und was wünschst du denen, die aber asexuell sind? Dann, keine Ahnung, macht ein Hagen das Eis auf, Netflix-Serie, Kuscheldecke, dies, das, du weißt. Irgendetwas, was euch Genugtuung bringt. Das klingt auch muss, gut. Muss ja nicht immer Sex sein. Muss ja nicht immer Sex sein. Das hast du ja gerade gesagt, ich wünsche euch Sex. Ja, trotzdem. Also jetzt wünsche ich den Sex auf jeden Fall, ja. Very good. Alles klar, Leute. Peace out, F-Faschismus und ich bin jetzt gleich draußen, wie eine Telefonzelle früher und wir sehen uns. Peace. Peace. No man alive has ever witnessed struggles I survived. I shed tattooed tears and couldn't sleep.